Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir machen hier mal ein bisschen Chaos. Das ist auch noch eine? Ja, das ist auch noch eine. Natürlich kommen sie auch von links. Ich hab's mir eigentlich schon gedacht, dass sie uns auch noch gleich angreifen werden. Aber ich wollte die eigentlich in Ruhe lassen. Wahrscheinlich ist das jetzt hier nicht unbedingt dieser NCP-Auftrag, schätze ich mal. Oder vielleicht doch. Auf jeden Fall wurden hier viele Leute umgebracht. Nee, das ist nicht hier. Ja, ich lasse mich schon wieder ablenken. Eigentlich wollte ich ja nur diese Aufträge machen. Also nicht die NCPD-Aufträge, aber die anderen. Und jetzt denke ich mir halt schon wieder, wenn wir eigentlich ja schon so nah dran sind, why not da kurz vorbeischauen? Das ist ja theoretisch um die Ecke. 100 Meter. Sorry, ich muss das tun. Irgendwo da oben. Tut mir wirklich leid. Ich lasse mich so schnell ablenken hier in diesem Spiel. Bloß die Frage, wie wir da nach oben kommen. Spannend. Spannende Gegend hier. Wenn jetzt hier oben nichts ist, dann fräst ich einen Besen. Sieht nicht so aus, als ob hier was sein müsste. Oder man kann hier einfach den... Weißt du was? Ping. Mir werden gerade nur 5 Leute angezeigt, von daher... Einfach den Kopf abgesäbelt. Schön, Fertigkeiten-Splitter gibt's da auch noch dazu. Wir sind doch noch ein paar Leute mehr. Zetatec Atlus. Kann man eigentlich ein kleines Messer nehmen und dann einen Nahangriff machen, also einen Finisher. Funktioniert das? Ich gehe mal kurz ausprobieren. Hi Leute! Hat nicht geklappt! Schade! Ich muss man das killen. Könnte möglich sein, dass das nur ein Skill ist. This was for you, puta. Follow me, puta la puta.
So, das war's, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Wie gesagt, das geht ja eigentlich ziemlich schnell. Auf jeden Fall war hier irgendwas mit dem Trauma-Team. Und das ist auch dieser Zetatec Nautilus. Und wie heißt er? Atlus. Flugabschrift. 3287 an Basis. 3287 an Basis. Wir wurden von einem EMP getroffen. Ach so, wait. Wir könnten ganz kurz, Basis. Wir wurden von einem EMP getroffen. Keine Antwort. Keine Antwort von der Basis. Scheiße. Der EMP hat die Verbindung zerstört. Fuck, fuck, fuck. Wir verlieren an Höhe. Starte die Systeme neu. Neustart. Systeme reagieren nicht. Wir fahren weiter. Wechsel zu manueller Steuerung. Wir verlieren weiter an Höhe. Aber im Moment gleiten wir relativ stabil. Wir müssen die Gebäude so weiträumig wie möglich umfliegen. Fuck. Komm schon. Oh Gott. War so halbwegs die richtige Stimme. Ich hab zu spät. Ja, ich hab. Ich dachte, das wäre ohne Echo, aber naja. Egal. Muss ich mal noch was anderes. Drauflegen. Ohne Echo. Ja, okay, ich habe das falsche gewählt. Deshalb. Egal. Jorge, Ron und Magdalena. Alter. Du willst ein AV abschießen? Also stimmt's, was man über Megagebäude sagt. So vorgestopften Menschen, dass man verrückt darin wird. Jorge. Wir brauchen Medikamente, die Leute sind krank. Ich dachte immer, die Valentinos helfen und den Leuten, normalen Leuten wie uns. Spare die dumme Mitleidstour. Ich helfe uns. Hölle. Woher zur Hölle weißt du überhaupt, dass in dem scheiß AV Medikamente sind? Sohn meiner Nachbarin ist so ein Computer-Nerd. Ey, seid ihr alle verrückt? Weißt schon, so ein Netrunner. Ihr habt Trauma-Team gehackt? Keine Ahnung, der Junge hat irgendwo draufgeklickt und meinte, das Zeug gehört so gut wie uns. Ihr seid doch nicht ganz richtig im Hirn. Total wahnsinnig. Helft uns. Der ganze Südblock wird euch dankbar sein. Ich weiß, ihr habt die Ausrüstung, mein AV runterzuholen. Ihr könnt das schaffen. Wer hat dir das gesagt? Nachbarsjunge wieder? Ach, schon gut, wir helfen. Aber ich will keine Eddies. Ich will Nachbars Wunderkind kennenlernen. Einverstanden? Okay. Cool, dann. Los. Okay. Oha, wir haben einfach über 1 Million. Crazy shit. Alright. Einfach ein AV vom Trauma-Team runtergeholt. Durch die Hilfe des Nachbarjungen. What? Gibt's hier noch was? Ja, das kann ich leider nicht holen. Da kann man noch was hacken. Perfekt. Gut, das war's hier. Jetzt müssen wir hier bloß irgendwie wieder runterkommen.
Nur mal kurz schauen, ob es hier was noch gibt. A signal from the heavens will come. Be prepared. Keep your eyes on the sky. Ja, ist klar. Da fliegt zwar eine Drohne, aber die ist hier nirgends sichtbar. Naja. Eine spannende Gegend hier. Irgendwie so ein Markt auf einer anderen Ebene. Ich muss mich ganz kurz hier mal umschauen, ein bisschen. Militech. Ah. Megagebäude H2. Okay, es wird interessant. Hier geht's runter. Ich glaube, das gibt es sonst in keinem anderen Megagebäude. Ganz kurz mal schauen. Türen kann man keine aufmachen. Echt interessante Gegend. Oh. Ganz kurz mal schauen, was da hinten los ist. Wer der Typ da ist, der tot rumliegt. Geh nachher gleich da wieder hoch, weil es mich noch interessiert, was es sonst noch so gibt. Ist die Frage, wie kommt man da rüber? Wahrscheinlich über die Rohre hier. Okay, kann man nicht scannen. Aber es sind Valentinos. Ein Gespräch zwischen Rob Swanson und Daniel Garcia. In letzter Zeit wollen ein paar echte Talente zu uns. Also habe ich ein Hammer-Team. Willst du ein paar Extra-Edits verdienen? Genug für den Rest deines Lebens? Wie das denn? Bei uns läuft es schon super. Ein paar Clubs setzen schon nur noch auf uns. Habe ich gehört, ja. Das hat sich in Wellsprings schnell rumgesprochen. Wir haben schon ein paar Schädel zertrümmert, aber so läuft das eben. Aber nicht irgendwelche Schädel, sondern Valentinos, was du es nicht mitbekommen hast. Na und, sowas passiert halt mal. Ist doch nicht meine Schuld, dass diese neuen Militärimplantate einen in den verfickten Panzer umwandeln. Außerdem haben diese Wichse das verdient. Hör mir mal zu, das ist kein Spiel. Die schauen nicht einfach zu und machen nichts, wenn du dich mit denen anlegen willst. Die Valentinos können mir mein haariges Arschloch lecken. Wenn die ein Problem mit mir haben, sollen sie doch kommen. Na, das haben sie wohl auch gemacht. Seid ihr also doch keine Valentinos? Hier gibt's noch eine Kiste. Aber sonst nix. Komm ich hier wieder raus? Okay. Ich wollte schon sagen. Sorry, Dude. Okay, noch ganz kurz schauen, was hier vorne ist. Okay, der Glenn, sonst nichts. Auch nichts zum Sammeln? Nein. Schön. Dann gehe ich mal wieder hoch, weil ich eben da noch ein bisschen mich umschauen will. Interessantes Gebäude, mal ein bisschen anders aufgebaut als die anderen. Aber hoch geht's nicht mit ein paar Stunden mehr.
Und hier gibt's auch niemanden zum Reden. Yes? What's up? Nichts, nichts. Ah ja, gut. Zumindest haben wir jetzt diesen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Was ja auch schon gut ist. Machen Sie wieder mal Yoga. Echt cool hier irgendwie. Und ich muss sagen, hier war ich wirklich noch nie. Auch an dem Spielstand nicht, den ich mal hatte. Von daher interessant, mal das zu sehen. Pornshop und Hotel. Geht wahrscheinlich auf die Straßenebene runter, schätze ich mal. Untergeschoss. Alright, mal kurz schauen, wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Nicht viel weiter. Trifft sich mit Hanako im Ambers. Ganz kurz. Hanako ist ja hier drüben. 3 von 8 abgeschlossen. Vielleicht sind wirklich bloß die Aufträge auf dieser Stadtseite. Hier ist Padre. Und das wäre jetzt ein Auftrag von Padre. Wir können trotzdem mal kurz die zwei hier anschauen eigentlich. Bloß um meine Theorie zu festigen. Zum Glück stehen hier ja schöne Autos rum, die wir stellen können. Jetzt zwar wieder ein bisschen zurück, weil hier steht unser Auto wieder. Aber gut. Doch ich glaube, man merkt schon ein bisschen einen Unterschied vom Reshade her. Vorher hatte ja das Spiel so einen gelblichen Schleier immer drüber. Ne, nicht gelblich. So ein grüner Schleier meine ich. Okay. Und jetzt ist es ein bisschen klarer und die Farben sind auch ein bisschen anders. Sehen ein bisschen satter aus irgendwie. Ich glaube, das ist hier drin. Oder hier vorne. Road closed. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Ja. Sixth Street. Lassen wir die mal. Was habt ihr hier Schönes? Valentinos? Por aquí.
wollte nur mal kurz hier schauen, ob hier was hier drin ist, aber hier ist absolut gar nichts. Es hat sich null gelohnt, die Leute hier kurz abzuschließen. Aber ja gut, es sind Valentinos, von daher kein Verlust. Ich nehme mal das Katana wieder zur Hand. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.